Moin Tag, Aloha, ein dreifaches und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inas Norden. Heute aus. Genau, aus Hannover. Und hier in Hannover, da haben die einen ganz tollen Zoo mit ganz vielen wilden, gefährlichen Tieren. Außerdem gehe ich hier zum Frauenrugby und zum Seniorensteppen. Aber auch noch zu tausend anderen Sachen, die hier in Hannover ganz leicht zu finden sind. Denn alle tollen Sehenswürdigkeiten sind hier mit einem roten Faden verbunden. So, jetzt will ich mal gucken. Ich habe endlich hier in Hannover meinen roten Faden gefunden. Und den will ich natürlich jetzt nicht verlieren. Da freue ich mich ja schon. Das ist Entschuldigung, darf ich Sie kurz was fragen? Nichts Schlimmes. Was sehe ich denn hier für eine Sehenswürdigkeit? Hier, Wilhelm Busch. Gerade gehört. Hat nicht weit von hier weg gewohnt. Warum hast du denn so dicke Arme? Mein Gott, gehst du ins Bodybuilding Center? Natürlich, natürlich. Vielleicht bist du ja die Sehenswürdigkeit. Ja, okay. Die kommen erst noch. Ja, hier. Das heißt, hier laufe ich mich erstmal warm auf den Strich und dann kommt nachher. So ist es. Und wenn man hier langläuft, wurde mir gesagt, kann man alle Sehenswürdigkeiten sehen. Was ist denn hier? Ja, das ist eine gute Frage. Was ist das jetzt? 5,36 gibt es immer eine ganz tolle Bratwurst für 1 €. Ist es? Auch eine Sehenswürdigkeit von Hannover. Ist es so? Steht deswegen die 36? Nein. Hier gibt es jetzt für euch alle eine ganz tolle Bratwurst. Und für mich Kekse bitte. Hier in Hannover, ne, der alten Keksstadt, gibt es nämlich geheime Kekslabors, wo neue Kekse erfunden werden. Aber da schleiche ich mich jetzt mal rein. Topsekret. Wenn da mal keine Kekse gemacht werden. Hallo. Meine Stimme, wenn es um Kekse geht. Hallo. Na, ich bin angemeldet. Sie entwickeln quasi hier neue Kekse von Ihrer Firma. Ne? Wir entwickeln neue Kekse. Also wir sind eigentlich Kekserfinder. Sie sind Kekserfinder? Kekserfinder. Herr Grobe, das ist aber toll. Träumen Sie nachts immer davon, den Keks des Jahrhunderts zu erfinden? Ja, jede Nacht. Ehrlich? Ja. Ein bisschen Butterwein und ein bisschen Zucker, Vanillezucker und ein bisschen Natron. Sie haben ja hier in Hannover den Keks erfunden quasi. Oder das Wort, ne? Das Wort Keks, ja. Weil es gab dieses Wort Cake aus dem Englischen Cake. Mit C geschrieben. To Cake. Ja. Und Sie haben einfach gedacht, oh, wie könnte das deutsche Wort? Und haben gedacht, Cakes. Und zack, hatten wir es, ne? So einfach ist das. To Cakes. To Cakes. Toll. Ganz toll, man ahnt ja gar nicht, was Hannover, was hier alles so schlummert. So, dann kannst du das machen. Naja, so ein Keks, ne, der ist natürlich irgendwie schnell erfunden. Teig kneten, fertig. Aber ganz so einfach machen es sich hier die Keksforscher gar nicht. Da arbeitet nämlich eine ganze Abteilung daran, dass der Keks beim Abbeißen auch richtig klingt. Keks-Sound-Designer nennt sich sowas. Was machen wir hier? Kekse knacken. Guck mal, guck dir das an. Wir messen ja nicht nur die Kraft, die wir brauchen, um durchzudringen, sondern wir haben nebendran ein Richtmikrofon, das zeitgleich aufzeichnet, welche Geräusche sich dabei ergeben. Soll das das Kaugeräusch simulieren? Ja, in dem Fall erstmal nur das Abbissgeräusch. Ja, spannend. Wer muss diese langweilige Arbeit machen? Sie den ganzen Tag. Ich muss das so den ganzen Tag machen, ja. Denn nur ein Keks, der beim Abbeißen gut klingt, ist ein guter Keks. Haben die Keks-Sound-Designer rausgefunden. Junge Leute stehen auf kräftiges Knacken, ältere brauchen ein zartes Klangerlebnis. Das sagt Herr Weise. Ich werde diesen Klang 3-mal vorführen. Wer möchte, hat auch noch ein Produkt vor sich, kann dann selber auch noch mal reinbeißen, um selber das noch mal zu vergleichen. Und hinterher werden wir kurz uns über die Ergebnisse unterhalten. Ah ja. Hört sich aber ein bisschen so an, als ob ein Pferd gerade sein Haar verkaut, ne? Finde ich das jetzt jung oder aufregend oder wild oder was?
Ich tue schnell ein bisschen wissenschaftlich und dann muss aber auch eine kleine Ausrede her. Ich glaube, ich muss mir noch ein bisschen die Füße vertreten. Er hat es ja um aufgehört zu regnen. Hat es aufgehört zu regnen? Oh! It was 100 degrees as we sat beneath a willow tree. Whose tears didn't care, they just hung in the air and refused to fall, to fall. Ich heiße Anke Nüller, komme aus Großnaheim. Müller? Nülle. 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 Komme aus Großnaheim bei Steinhude. Steinhude ist schön, ist am Steinhuder Meer, ne? Genau. Man denke, ich habe ja früher immer gedacht, Steinhuder Meer wäre was ganz Tolles, so ganz puschelig. Aber es ist ja bei Hannover. Na. Und wussten Sie, dass Sie eine Beinlänge von 93 Zentimetern haben? Nein. In Hannover an der Leine haben die Mädels lange Beine. Ich wollte mal nachmessen. Wollen Sie nicht? Ich bin Rheinländerin. Ah. In Hannover an der Leine haben die Mädels lange Beine. Stimmt der Spruch? Ja. Darf ich mal messen bei Ihnen? Na, ich bekomme dich aus Hannover. Schwupsi, wups. 95. Na gut. Beine, Beine, Beine. Egal, wo man hinguckt, ne? Obwohl, das sieht eher aus wie so ein altes Männerbein, finde ich. I'll move back home and pay off my loans. Working 9 to 5. Answering phones. Don't make me live for my Friday nights. Drinking 8 pints and getting in fight. In Hannover an der Leine haben die Mädels lange Beine. Ist es so, wenn Sie das Mikro halten, dann messe ich im Gehen. Im Gehen. Halten Sie es. Im Gehen. Sie können weitergehen. Ich messe im Gehen. Jo, das stimmt. Stimmt. Wo ist sie da? Ach so, mein Mikro. 99. Schönen Tag. Ich komme ja auch hinter den jungen Dingern mit ihren langen Beinen auch schon nicht mehr hinterher. Suchen sich eine jüngere Frau aus. Ehrlich? Meinen Sie, Beinlängen hat was mit Alter zu tun? Natürlich. Jo, die Jugend hat viel längere Beine als wir damals. Wie kommt das? Andere Generation. Hier so? Oh, 46. Das wird noch was. Oh, Entschuldigung. 99, wie bei mir. Warum sieht denn das bei dir so viel länger und toller aus? Ist das eine Generationsfrage? In Hannover an der Leine haben die Mädels lange Beine, hat sich auch schon. In Hannover an der Leine haben die Mädels lange, doch haben sie wohl. Who knows the answers, who do you trust? I can't even separate love from lust. Maybe I'll move back home and pay off my loans. So, 106, damit bist du Königin heute. Und dann so 107. Hey. Die sind wahrscheinlich enorm lang gewachsen hier. 1,13 Meter. Toll. 1 Meter, guck mal, brauche ich gar nicht messen. 1,13 Meter. 13. Ich finde, das ist mal einen kollektiven Applaus wert. Danke. Da haben wir sie, die längsten Beine von Hannover. Danke. Winken, noch mal einmal winken. Tschüss, Beine. Das waren sie. Toll. Well, I don't know what I'm looking for, but I know that I just wanna look some more. And I won't be satisfied till there's nothing left that I haven't tried. For some people it's an easy choice, but for me there's a devil and an angel's voice. Well, I don't know. So schön ist Hannover, ne? Und hier gibt's ja auch eine Menge zu entdecken. Zum Beispiel steppende Senioren. Mein Gott, was ist denn hier los? Ich sag bloß, da zieht's einem ja die Schuhe aus. Wir sind in der Tanzschule Teichert, was es in Hannover nicht alles gibt. Und hier findet Seniorensteppen statt. Genau mein Ding. Das was das Alter. Treffen sich die Mädels, die Rentnerinnen, morgens schon und steppen. Obwohl, das hört sich hier mehr so ein bisschen nach Hannoveraner Pferd an. Frau Rössig wartet schon. Hallo. Hallo. Frau Rössig. Guten Tag. Sie tanzen gar nicht mit? Nein, kann ich doch nicht. Ich muss da aufpassen, dass Sie das richtig machen. Machen die das denn gerade gut, die Mädels? Sie machen das alle sehr schon gut. Sind Sie da drauf gekommen, dieses schöne Lied
durch Steppen zu untermalen? Ja, zum Radetzky-Marsch habe ich gedacht, das ist mal was anderes als immer nur die wollten mal was Gottes machen. Ja, das ist total schön und das passt ja, finde ich, so zu den hannoverschen Frauen. Das hat ja sowas von irgendwie was. Ja, ja, das ist was Fertiges Gottes, hat das, finden Sie nicht? Warum morgens? Weil nachmittags wird Kaffee getrunken, oder wie? Naja, die Damen haben doch alle morgens mehr Zeit als nachmittags. Ab mittags sind sie schon wieder müde, da kann ich nichts mehr beibringen. Ich bin ein Talent, das sehe ich schon. Steppen ist eigentlich auch total pupsi leicht. Das Schwierige sind halt diese Fachbegriffe, ne? Mit diesem Cramp Roll und Time Step und Maxi Fur Chim Cham, Mann, ey. Mann, war ich gut! Es gibt jetzt den Chim Chim und danach. Chim Cham. Chim Cham und danach den Sing Sing. Ja. So, voraus dich. Toi, toi, toi. Frau Rössig, 82 Jahre, also noch keine falsche Hüfte. Jungs, was ist denn hier gerade auf diesem roten Faden, was ist denn hier für eine Sehenswürdigkeit? Da geht's, glaube ich, zum Maschee. Oh, oh, oh. So, ich arbeite mich mal weiter auf dem roten Faden voran. Was ist denn hier jetzt für eine Sehenswürdigkeit? Oh, so viele. Aber kann hier jetzt direkt, ich sehe gar nichts. Hochhäuser. Ja, die müssen weitergehen. Ach, da weiter runter? Ja, genau. Und dann kommt was ganz Tolles. Richtig. Ich werde mich wundern. Ja, Sie werden sich sehr wundern. Ich werde meinen roten Faden nicht verlassen. Danke, nein. Schönen Tag. Tschüss. Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Die haben gesagt, hier sind Sehenswürdigkeiten auf dem roten Strich, aber ich sehe gar nichts. Aber ich bin doch hier, ey. Du bist die Sehenswürdigkeit. Ich hab's gefunden. Ja, da hinten auch. Und ja, da kommt noch eine Sehenswürdigkeit. Aber sicher, die Marktkirche bestimmt noch. Oh, toll. Ich gehe mal weiter, Jungs. Tschüss. Wo sind denn hier die Sehenswürdigkeiten? Hallo, Reisegruppe. Wo sind denn jetzt diese ganzen Sehenswürdigkeiten, Mann? Vielleicht hätte ich doch lieber Wanderstiefel mitnehmen sollen. Oder Kletterausrüstung. So, da ist er, der Faden. Da kommt er wieder, den nehmen wir ihn wieder auf, ne? Ja, bitteschön. So ein roter Faden ist toll. Ja, ist was Feines, ne? Hm. Jede Stadt sollte so einen Faden haben. Ich komme hier, glaube ich, durch. Tschüss.
Das hier ist doch mal ein ganzer Haufen an Sehenswürdigkeiten. Hier im Zoo von Hannover. Ganz toller Zoo. Oh. Bin ja mal gespannt. Ich warte hier auf Detlef Busse. Ganz gefährliche Tiere soll der für mich dressiert haben. Der ist Tiertrainer. Ich bin gespannt! Ah! Ich hab gedacht, du kommst jetzt mit Raubtieren. Nein, ich hab Üna, Olga und Griselda. Und was können die so? Die laufen mir hinterher. Also, okay. Olga, Griselda, aufpassen. Jetzt wollen wir mal sehen, ob sie auch dir folgen. Also. Kommt, ihr aufgeplusterten Hühner. Und mehr kann so ein Huhn nicht, weil es ein bisschen doof ist. Doch, es kann auch auf den Arm fliegen. Und mach mal. Auch noch gefährliche Tiere dahinter. Ja. Wie heißen die? Moses Junior, eine Riesenschlange von 5 Metern Länge. Ich möchte keine Schlange sehen. Ich finde ja Elefanten und so toll, was Mädchen so toll finden. Elefanten, was Mädchen so toll finden, naja. Aber hier im Zoo von Hannover, da sind ja nicht mal die Elefanten ganz normale Elefanten. So. Und jetzt du mich. Danke, Sayang. Ich auch mit rein? Aber klar. Und jetzt geht die Schlacht am kalten Buffet hier los. Kommt, Mäuse. Darf ich auch so? Oder will ich den Fisch gar nicht anfassen? Aber Vorsicht. Da verliert dann so ein Pelikan doch ganz fix mal, finde ich, sein edles Benehmen und Aussehen, oder? Bei der Fütterung. Ja, aber wir Menschen sind doch auch nicht anders. Nein, ich bin überhaupt nicht. Was werde ich asozial, wenn es zum Essen geht? Ja, du kriegst ja einen und dann einfach reinstecken. Einfach reinstecken, egal bei wem. Hast du noch keinen gehabt, Kleines? Hast du noch keinen gehabt? Ich habe auch gar keinen mehr. Und nun? Nun bekommt er heute Nachmittag. Wirkt auf mich ja wie eine Laune der Natur, ne? Keine Beine gekriegt, einen Riesenkörper, die Ohren nur kurz anskizziert, das Maul nicht besonders erotisch. Also fragt man sich, und es sieht vor allem nicht gefährlich aus, ist aber eins der gefährlichsten Tiere. Afrikas passieren die meisten tödlichen Unfälle mit, also mehr wie mit Elefanten oder wie Löwen zum Beispiel. Weil sich ein Flusspferd irgendwo draufsetzt, oder warum ist es gefährlich? Na, erstmal, die sind schnell an Land, die schaffen 40, 45 Stundenkilometer, echt? Was ja nun keiner vermutet, werden sie auch oft unterschätzt. Und sie können auch natürlich hervorragend beißen. Schmeiß immer einen Salat rein. Oh, echt so? Ja. Und dann? Genau, einfach reinschmeißen. Flutsch, wunderbar. Oh, die ist mir sehr ähnlich. Beruhigt. Probier. Ja, da. Aufregung, ja. Manchmal auch zwei. Du hast eine schlanke Linie, ne? Ja. Nee, da kommt so schnell keine Übelkeit. Da geht eine Menge rein. Ui. Einfach so? Ja. Ich muss sagen, ich liebe unsere Flusspferde heiß und innig. Nein, die sind ganz toll, finde ich absolute auch. Charaktertiere, die sind pfiffig, die haben was im Kopf, ne, Habari? Die wirken halt körperlich so unpfiffig. Das ist der Nachteil. Da soll man sich nicht täuschen. Das ist der pfiffige Charakter in einem falschen Körper gepackt. Oh. So, wenn ich was kann, ist es ausmisten? Ja, genau, ausmisten kann ich, da kann ich gleich mal helfen. Ich finde, jeder sollte in seinem Leben mal Flusspferdködel ausgemistet haben. Schwupps. Mal so. Huch, wer bin ich denn? Ups. Ja,
guck mal, das sind Cutters. Irgendwie eine Affenart, total niedlich. Ja, finde ich jetzt, wenn wir mal kurz Schwanz und T-Shirt vergleichen. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Machen wir OA auf die Schultern. Nein, das machen sie nicht. Ganz so, saubere Affen. Zack. Ich stelle mich mal daneben, damit man mal, ja, Schwanz und T-Shirt so. Einmal. Haben die Läuseflöhe irgendwas? Nein, gar nichts. Alles das nicht. Sind ganz die saubere, ja kuschelige Affen. Also ja. Ich bin ja auf der Suche nach einem Haustier, ne? Wäre so ein Cutter nicht ein Haustier für mich? Ah, die Geräusche Wildtier. Kann ich auch. Er spricht nicht mit mir. Macht er mir jetzt ins Gesicht? Nein, geht, ne? Ich gebe ihm mal den Trick in der Hand. Das ist der Trick. Ah, super. Guten Appetit. Nein, er antwortet nicht. Immer noch nicht. Ja, mit vollem Mund spricht man nicht. Er ist gut erzogen. Kann man die Stuben reinkriegen? Nein, man kann sie nicht Stuben reinkriegen. Ach, wie niedlich. Ich verlieb mich gerade, die sind ja niedlich. Sehr fein rausgemacht, ja. Ups. So, Kinder, man sagt ja, Affen wären unsere engsten Verwandten, ne? Ich glaube, in meinem Fall stimmt das nicht. Ich besuche jetzt mal meine richtigen engsten Verwandten. Du liebst deine Nashörnerbjörn, oder? Ja. Und gehst du manchmal da einfach rein? Nein. Das würdest du nicht tun, obwohl die dich kennen und du die liebst? Nee, das ist... Weil die manchmal sagen, oh, geh weg? Na, die sind halt so leichte Choleriker irgendwie. Ja. Also die haben, sind ja extrem... Sodass sie halt auf einmal die Stimmung so umschlägt? Ja, aber richtig. Die sind halt extrem kurzsichtig. So, jetzt wissen wir, Jungs, jetzt wissen wir, warum es so ist. Es ist diese Kurzsichtigkeit, wenn man nie mitreden kann, kombiniert mit meiner Schwerhörigkeit und nie was mitkriegt. Na gut, schwerhörig sind sie nicht. Und dann wird man schon zwischendurch mal... Ich finde, dass die so weich, ganz weich... Ich wusste nicht, dass Nashörner Bananen fressen. Doch, mit allem drum und dran. Machst so. Du? Und dann wohin? Einfach nur hinhalten und dann nimmt sie sich die. Guck mal, süß. Sonny. Mein Jerry. Das ist zum Greifen, ne, das ja, vorne. Deswegen heißen die auch Spitzlippennashörner. Ah. Im Gegensatz zu den größeren Verwandten, den Weidmaulnashörnern, die haben halt so... Rasenmäher. Gibt's hier nicht. Süß. Hat so ein bisschen was Fallisches, finde ich, aber wirkt im Gesicht ganz lustig. Die 34 ein Hauptgewinn. Aber es muss eine Sehenswürdigkeit hier irgendwo sein. Kann schon sein. Hat sich geschämt. Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Was ist die 34? Ich bin Besucher, ich bin Engländer. Ich bin hier auf Geschäftsreise. That's great. Where are you from? I'm from Reading in England. Oh, where's Reading? In the new... Reading is about 50 kilometers west of London. Okay, that's all my English. I just... Wir können auch Deutsch sprechen. Ja, das ist super. Wenn Sie den Faden hier sehen, dann kommt immer so eine Nummer und da soll eine Sehenswürdigkeit sein. Aber wissen Sie, welche das hier sein soll? Leider keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, der Baum, dass der vielleicht extrem alt ist. Sieht gar nicht so alt aus. Vielleicht der Baum sein, weil er uralt ist. Da steht ja schon 004 dran. Ja. In Gelb. Ja. Jetzt guckt doch mal die Jungs an hier. Schick, oder? Schick. Ich habe wieder eine Sehenswürdigkeit entdeckt, glaube ich. Komm mal rum, jetzt drehe ich mal. So, was das wohl wieder ist, dafür hat sie Geld, die Stadt. Aber für Nummer 34, die wird erst noch gebaut. Ach, da guck! Oh! Voll der Tsunami-Orkan. So, guck mal, endlich mal wieder eine Sehenswürdigkeit.
war da. Der berühmte Maschsee von Hannover. So, jetzt habe ich gedacht, ich nehme mal den Stefan und der ist nämlich Kapitän hier auf dem Maschsee. Maschsee-Kapitän. Das heißt, eigentlich ist er Student, weil für Kapitän sein auf dem Maschsee muss man gar nicht richtig Kapitän sein. Tja, und dann hat er mir erzählt, dass dieser See bloß 2 Meter tief ist. Das finde ich dann schon wieder nicht mehr so spannend, aber an sich ist der See ganz schön. Und lustig war es mit Stefan. Ist aber leider schon verheiratet. In Hannover und speziell auf dem Maschsee, da tummelt sich ja internationales Publikum. Moin. Gleichzeitig wird aber ja behauptet, dass in dieser Stadt das perfekteste Hochdeutsch gesprochen wird. So, und ihr komisches Hannöverisch können Sie damit ja wohl nicht meinen. Darf ich dich was fragen? Ich bin auf der Suche nach einem Dialekt. Was? Hannöversch. Hannöversch? Ja, es soll hier einen Dialekt geben bei euch, der heißt Hannöversch und hört sich ganz anders an als das normale Hochdeutsch. Keine Ahnung. Das ist ein Bier, oder? Oder Brauhaus heißt auch Hannöversche, oder? Ich versuch's mal vor der Apotheke, weil wenn man die ältere Generation finden will, dann hier. Sie kommen aus Hannover? Jawohl. Kennen Sie denn das Hannöversch, die Sprache? Ach. Nicht gehört? Nein. Soll ein Dialekt sein? Ja, auch. Nie gehört. Nein. Kennen Sie den Dialekt Hannöversch? Nee. Auch noch nie gehört? Na ja, gehört schon, aber... Aber können Sie auch nicht? Können nicht, nein. Ich glaube, den gibt es gar nicht mehr, diesen Dialekt. Nein. Oh ja, es gibt noch. Und den Älteren, da hört man noch. Ja. Ein Student mit Studentenstrüben, Stiefel stolpert über den Spitzenstein. So wurde früher gesprochen. Hier in Hannover? Klar. Kommt das nicht eher aus Hamburg? Nein. Wir sprechen Hannöversch nicht. Wir sprechen, was sagen wir denn, Hannover, das, ne? Ja, das normale, das beste Hochdeutsch quasi. Ja, genau. Wer, ne, spricht denn hier noch Hannöversch? Dann gibt es den Dialekt doch schon gar nicht mehr. Den gibt es schon kaum mehr, ne? Den gibt es kaum noch mehr. Dann frage ich einfach auch nicht mehr weiter. Nee, brauchen Sie auch nicht, ne? Ich weiß es auch nicht. Kannst du Hannöversch? Nein. Das ist eine Sprache. Ja, das schlechte Die Zöll zum Beispiel, die Zahl, sagt der Hannoveraner. Was sagt er, die Zöll? Die Zöll, ja. Nicht wie Ei, sondern Ö. An der Lahne, also Leine an der Lahne zum Beispiel. Und wieso sagen immer alle, die sprechen hier so perfektes Hochdeutsch, tun sie ja gar nicht. Soll angeblich in Zille das beste Deutsch gesprochen werden. Oh! Ungefähr hier wurde jedenfalls auch lange gutes Englisch gesprochen. Früher, so vor bummelig 180 Jahren, da wohnte nämlich noch der englische König in Hannover. Der ist ja nun weg, aber sein Garten ist noch da. Ganz schön zack, idyllisches Plätzchen hier. Ach, das ist ja mal ein niedliches Geräusch. Ja, ne? Nicht so laut. Nein, die anderen Geräte waren aber auch voll die Männergeräte. Das hier ist ganz süß. Der Herrenhäusergarten. Die Herrenhäusergärten. Aber es ist doch ein Garten. Das ist hier der große Garten. Ach, gibt nur noch kleine Gärten? Nein, es gibt den großen Garten, den Georgengarten, den Berggarten. Und das schafft ist hier man der... ja gar nicht an einem Tag. Das stimmt. Komm, wir schneiden noch mal weiter. Mit der Hand das zu machen, wäre gar nicht mehr möglich, oder? Das haben sie früher gemacht, mit der Handheckenschere. Das waren dann aber die königlichen Sklaven, genau, wahrscheinlich. Da waren sie noch die zu Hunderten hier im Garten. Weil die haben das noch mal gebaut, das ist so ein bisschen hier der Welfengarten. Ja, natürlich. Hast du gewusst, Susanne, dass der Ernst August, ne? Ja. Der kommt ja erst nach 430 Menschen auf dem englischen Thron. So? Hinter Charles. Aha. Ja.
Da muss noch viel Urin die Rinne runterlaufen, dass unser Ernst August wirklich König von Großbritannien und viele Regenschirme kaputt gehen. Sans souci? Non, 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 non. Anne Fer. Ehrenäuser Gärten. Und da fängt es an zu regnen. Und da guck ich mir mal im königlichen Berggarten die weltberühmten Orchideen an. Das ist schön überdacht. Hier blühen ein paar tausend Orchideen angeblich und auch eine Menge anderes Zeugs. Kenne ich aber alles nicht. Aber das wird sich sicher gleich ändern. Denn wir haben eine Sammlung, die umfasst ungefähr 30.000 Stück Orchideen. Und das sind fast 4.000 verschiedene. Einmal 3.000 Wildarten und noch mal 1.000 Kulturhybriden. Weißt du die ganzen Namen von den einzelnen? Na, alle nicht, aber eine ganze Menge. Eine Ascocenta in Blau. Heißt? Das ist eine Kattleie. Heißt? Weiß ich im Moment auch nicht, ein Dendrobium. Hm? Auch eine Kattleie. Hm? Auch eine Kattleie. Wir sind nämlich hier vor einem Kattleienbeet. Richtig, das hast du gut erkannt. Ich drück mal rauf, ne? Oh, ganz toll. Weil die Reisegruppe aus Norden haben, stand leider im Weg. Es ist ein Kürbis, eine Mischung zwischen Mango und Anopheles trizypton. Da liest du nicht ganz richtig. Das ist ein Kakaobaum. Ist der andere Name dafür. Ach so. Da weißt du mal was nicht. Ich habe ja nicht nur keinen grünen Daumen, ich glaube, ich habe überhaupt keinen Daumen. Blumen, weiß ich nicht. Ich habe mich drapiert vor dem Landtag in Hannover, weil der Landtag hier in Hannover hat ein echtes Problem. Taubenkacke. Also im wahrsten Sinne des Wortes ein beschissenes Problem, könnte man sagen. Das ist doof, deswegen treffe ich jetzt Dirk Langner und aber auch Jack und aber auch Daniels. Jack und Daniels, das sind zwei Wüstenbussarde und die versuchen diese Tauben irgendwie zu verscheuchen, ohne sie zu töten. Ganz wichtig. Ich drapiere mich noch ein bisschen, bevor ich da hochgehe. Steht mir gut so ein Landtag. Mann, gut, dass ich keine Höhenangst habe, Dirk. Ja. Hast du Höhenangst? Nein, habe ich nicht. Moin. Ja, grüß dich. Ich freue mich. Ich auch. Du hast Wüstenbussarde, Jack und Daniels. Ja. Zwei Stück. Und die dürfen die Tauben nicht auffressen, die Bussarde, sondern nur verjagen. Also bange machen ist das Prinzip. Wollen wir uns die Vögel mal angucken? Jo. Die beiden schrägen Vögel. Ich finde, dass die Kappe sieht aus wie eine rheinländische Narrenkappe. Die habt ihr extra ein bisschen so gemacht, oder? Nein, das ist. Wenn der Vogel wüsste, wie doof er damit aussieht, hätte man die nicht ins Licht halten können. Das sind noch, hier sind noch Fatzenmacherbändchen hinten. Nein. Drin. So, Jack, es wird spannend. Wollen wir sie rauslassen? Ah! Ich finde, dass der mit seiner Hasskappe, die er vorher auch hatte, das sah ein bisschen schlimmer aus jetzt. Finde ich das ganz süß. Jack! Ich persönlich stehe jetzt schon eine ganze Zeit hier, habe noch nicht eine einzige Taube gesehen. Ja, gute Arbeit. Ja, würde ich auch mal so sagen. Lass ihn doch mal in die Freiheit. Ach, das ist bestimmt schön. Danke erstmal auf den Nachbarbalkon. Oh, da, hast du gesehen, die Taube? Ich hab's gehört, bis hierher die Taube. Wir holen Daniel auch noch raus. Der ist aber dicker als Jack. Ja, oh, der sieht auch schon so ein bisschen, hat einen kürzeren Hals. Der hat fast keinen Hals. Moin. Den finde ich ein bisschen lustiger. Der hat noch mehr den Schalk im Nacken. Man sagt ja immer, Tauben, die Ratten der Lüfte, ist es so?
Ja, die verschmutzen natürlich alles. Das ist, wenn sie irgendwo sitzen, die kacken in einer Tour. So, da. Deswegen, wir haben jetzt natürlich ein bisschen das Problem mit dem Wind. Und jetzt ist jetzt weg, da, nach rechts. Ja, das ist... So, nur da die Taube. Ist eine total leichtsinnig. Ist die denn wahnsinnig? Die Krähe hat überhaupt keine Schiss vor so einem Bussard. Weil haben sie nicht. Das Wort Wüstenbussard hört sich ja ein bisschen toller an als Krähe. Und deswegen hätte ich jetzt gedacht... Die Krähe ist äußerst wehrhaft. Ne? Ich hatte ja gedacht, wegen Thema Taubenkacke, dass man den Herrn Ministerpräsidenten Wulff noch irgendwie trifft. Der ist aber gerade in China, weil da ist wohl angeblich ein Sack Reis umgekippt. Ja, da muss er auch hin. Da muss er da hin. Das war Ina Rados aus Hannover, direkt vom Landtag. Ich gebe zurück ins Landesfunkhaus. Mein roter Faden und ich, wir sind jetzt auf dem ehemaligen weltberühmten Expo-Gelände gelandet. Das größte Messegelände der Welt. Hier war schon mal ein bisschen mehr los, glaube ich, aber so ein paar Perlen gibt es hier noch. Ich glaube, hier bin ich richtig. Da wollte ich hin. Jens Peter Fiene kocht hier im Funky Kitchen, im Peppermint Pavillon. Hunger. Wir wollten als Vorspeise eine Jakobsmuschel machen. Ne? Habe ich das schon mal gegessen? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Und warum machen wir keinen Spargel? Weil wir den Spargel ja dann zum Steinbutt machen wollten. Wir machen auch noch Steinbutt. Ja, hier ist nämlich richtig feine Küche angesagt. Bei Jens Peter. In seiner Funky Kitchen, ne, da speist nämlich Hannovers Schickeria. Hier zum Beispiel Jakobsmuscheln. Hier haben wir das Muskelfleisch, das ist das Einzige, was wir essen. Das andere ist Gedärme und ein bisschen Salzwasser und ein bisschen Sand. Dass wir Menschen denn auch irgendwann so eine Muschel mal aufgetan haben und der erste Mensch, der die gegessen hat. Und bis der Mensch, der die erste gegessen hat, gemerkt hat, das hier ist nicht zum Essen, sondern das ist das Gute. Dann mach ich mal weiter. Ihr macht mal kurz Pause, Jungs, und wenn die Zehen ausgehöhlt sind, dann machen wir die Kiste wieder an. Und dazu machen wir halt dann noch eine Pampelmusenbutter. Eine Pampelmusenbutter? Ja, genau. Da musst du halt gleich noch mal Pampelmusen filetieren zu. Ich? Ja. Guaira la stagione andata all'ombra del lampione San Susi. Es gibt ja noch kein Hitze-TV, aber die beiden Dinger stehen auf ungefähr 490 Grad und es brennt mir... Ja, meine teuer eingecremte Gesichtshaut. Eine Seite machen wir aus. Wie hältst du das aus? Bin ich bei Musen? Ja, Ina, jetzt hören wir auf zu jammern. Ich finde, jetzt gucken wir uns mal an diese Pampelmusenbutter. Das ist doch ein Kracher. Da Zucker, Pampelmusensaft drauf. Jetzt hier Sojasauce. Zwischendurch die Jakobsmuscheln auf die Hitzeplatte. Ach, Timing ist doch alles beim Kochen. Und hitzebeständig muss man sein. Salz. Hier gerade mal noch ein bisschen Butter reingemacht. Ist bei dir auch so warm wie bei mir? Wollen wir sonst bei mir ist es auch so warm, genau. Und wir machen halt jetzt die Pampelmusenfilets hier wieder rein. Ja? Ja. Und die werden dann so ganz leicht zerstoßen mit dem Schneebesen. Ja? Dass man, wenn man hinterher so drauf beißt, so diesen leichten Knack hat immer noch. Toll. Nee, dann haben wir die Pampelmusenbutter fertig, die gegrillten Jakobsmuscheln. Dann müssen wir jetzt halt nur noch den Salat anmachen. Was sind das hier für kleine Knuspernüsse? Das sind Pinienkerne. Mhm. So. Das ist aber ganz lieb. So, dann würde ich sagen, Bon Appetit. So, das wäre jetzt schon mal die Vorspeise. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Das geht noch weiter. Teller mit. Dann gehen wir raus. Nee, warum soll er mit? Sonst wartet ihr im Moment, wir essen nur kurz. Wir sind gleich wieder da. Wir machen bei uns zu Hause einmal Action. Ja, guten Appetit. Ne? Guten Appetit. Und das war jetzt die Vorspeise und die habe ich dann auch noch gegessen. Und nun kommt noch der Steinbutt. Der war auch lecker, hier mit Spargel und Tomaten. Da, Tomaten, auch lecker. Und wenn es gleich so richtig ordentlich knallt, dann ist die Moderatorin geplatzt. Monarca es un bohemio. Se questa è la miseria. Mach schon mehr. So ist doch gut. Ihr seid ja immer noch da. Ja, und das ist doch auch gut so. Und nach so einem Steinbutt-Jakobsmuschelgelage, da kann man sich in Hannover ganz gut die Kalorien wieder runterlaufen. Hier gibt's ja echt eine Masse zu gucken. Guck mal, das hier, das ist zum Beispiel die Markthalle. Die nennt der Hannoveraner ja den Bauch von Hannover. Pass auch eine Masse rein.
Shoppen geht total gut hier in Hannover. Und ganz lustig, die Polizei, die fährt hier ja noch auf Pferden rum. Da. Huch. So, und jetzt zu was ganz anderem. Dass es Rugby heißt, habe ich erst mit 16 gelernt. Ich habe immer gedacht, es ist Rugby. Ist auch besser aussprechbar. Aber dass es auch Frauen gibt, die diese Sportart machen, dafür muss man erst mal 40 werden. Und da darf ich jetzt auch noch mitmachen. Und zwar hier nicht irgendwo, sondern richtig bei der Bundesligamannschaft von Germania List. Mädels, ich bin ja gespannt. Guten Tag, bist du der Chef? Ja, ich versuche es mal zu sein. Warum werden die Mädels nicht von der Frau trainiert? Ja, weiß ich noch nicht. Da gibt es einfach zu wenig Trainer, Trainerinnen, die gerne den Posten haben möchten. Du bist der Co-Trainer? Ja, Andreas. Hast du doch extra gesucht, Andreas, hier bei den Mädels zu trainieren, ja, oder? Ja, macht Spaß. Es ist so, bist du schon verheiratet? Nein, ich war verheiratet. Sag mal, ihr seid in der Bundesliga, ne? Ja. Wer ist noch in der Bundesliga? Pauli, Neuenheim. Pauli, unsere Mädels. Ja, die. Und jetzt macht ihr euch ein bisschen warm. Ich gehe mal die Runde ein bisschen weiter. Du heißt? Dana. Dana. Und du hast schon mit 2 gewusst, ich will Rugby spielen. Nee, mit 5. Keine Ahnung, wie der Sport geht. Ist das sowas wie Fußball? Nein. Wenn der Ball hinter der Linie abgelegt wird, das ist ja das Ziel. Mhm. Also Raum gewinnen, Ball ablegen. Das ist ein Versuch. Aber die hauen sich gegenseitig ins Gesicht und ziehen sich am Bein. Na, ja, aber das tut den Damen nicht weh. Und es wird nicht gehauen. Es ist alles hart, aber fair. Also, ich guck mal. Die sind mittendrin im Geschehen. Guckt euch das an. Guckt, das sind junge, aufgeklärte, moderne deutsche Frauen, die gesagt haben zu den Männern, werdet weicher, Jungs, werdet weicher. Emotionalität. Weint, weint, wenn ihr weinen wollt. Aber diese Frauen haben vergessen, den Männern zu sagen, dass sie dafür rausgehen sollen, wenn sie weinen wollen. Hier sehen wir, guck, ich bin, mir ist ganz anders. Hallo. Ich glaub's ja nicht. Ach so, das ist so ein Ding. Sag mal, nee, ich kann keine Löcher im Zahn. Ich kann mal noch mal rein. Ich kann doch nicht ohne so einen Schutz. Kann ich doch gar nicht. Nein. Und warum hast du so einen Kopfschutz und die anderen Mädels nicht? Du bist noch am Studieren. Schön wär's, ja. Dann warum macht ihr das? Es gibt bestimmte Positionen, wo sich das anbietet. Sie kommen. Sie kommen. Super. NDR. Mittendrin statt nur dabei. Wenn die fertig sind mit dem Training, ist das so, wie Frauen so sind, so beleidigt? Regina, die alte Ziege, hat mir an den Haaren gezogen. Nö, gar nicht. Es gehört dazu im Spiel, dass man ein bisschen Körperkontakt hat. Und deswegen ist danach auch alles wieder gut beim Bierchen. Okay, das war die alte Fresa. Ist ja viel komplizierter als Fußball. Ja, ist es auch. Und vor allen Dingen muss man ja leider ein bisschen sagen, spannender. Ja. Warum hat sich das nie etabliert in Deutschland? Ich auch nicht. Kein Interesse, die Leute, ich weiß es nicht. Also normalerweise, ich spiele das 30 Jahre. Ehrlich? Ja. Und warst du auch schon in der Bundesliga? Ja, ich habe auch in der Nationalmannschaft gespielt. Wow. Hannover ist eine tolle Stadt. Würde ich hier wohnen wollen? Ja, ich würde den Möbelwagen bestellen. Ich sage tschüss, ich bedanke mich beim ersten FC Germania List mit einem dreifachen Mingol, Dingol! Siegol! Mingol, Dingol! Siegol! Mingol, Dingol! Siegol! Tschüss! Und auf dich! Danke, Mils, es gibt Bier! Mom!